Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Landwirtschaftssimulator weiter mit Jan und Klaus natürlich. Ja, ich war so dämlich und hab hier das den Stamm aus, wie sagt man so schön, den Forwarder ausgemacht. Forwarder. Genau, und den muss Klaus sich dann selbst auf die richtige Länge schneiden. So, jetzt gucken wir uns das mal an, wie der Klaus das macht hier, Leute. So. Die Profi am Start hier. Jetzt kommen nämlich die Profis, ja? Na, die Stämme sind zu kurz. Naja, geht ja nicht länger. Doch, gar nicht schneiden. Oh, Klaus. Ja, da muss er da mit der Kettensäge, der muss ja doch selber entästen. Klaus? Die zurückrollen. Alter Schwede. Klaus, mach es doch anders. Fahr in der Mitte von so einer Planke. Dann hat er zwar vorne und hinten Luft, aber ist doch egal. Wenn er einmal bremst, liegen die Dinger alle davor. Stimmt auch wieder. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Das ist ja scheißegal. Jan muss halt nur einmal vorfahren und volle Pulle bremsen. Ich hoffe, dass hinten eine unsichtbare Wand ist. Glaube ich nicht. Sonst rutschen die Jan nämlich runter. Komm. Hast du Allrad dran? Ja, sicher. Gut. Alter Schwede. Ja, wir brauchen Panzerunterstützung. Ja, genau so, ja, Klaus. Und öffnen. Klaus kann ja echt gut, Alter. Alter. Holzfäller, Jungs! Hada, 100er Prezi, Alter, ja, boah, sowas von Hada, Jungs, Hada! Oh. Oh. Da schneide ich doch erstmal ein Loch in den LKW hier, boah, in Jan seinen Kopf, boah. Oh, ich bin der Rasenmähermann, ach nee, der Motorsägenmann. Ja, was können wir denn hier noch ein bisschen tunen, erstmal ein bisschen tiefer legen, den Reifen weg, brauchen wir noch mal. Was geil ist, wenn du einen Stamm absägst oder dich in eine Hocke setzt, dann funktioniert das auch. Hä? Hey, den Baum will ich jetzt nicht abschneiden. Siehst du was, wenn ich das jetzt mache, dann siehst du das. Siehst du das? Ja. Wenn ich mich in eine Hocke setze, dann sieht man das richtig in der Hocke. Aber wenn du so in der Hocke gehst, dann geht's nicht. Sieht voll geil aus. Hallo, Radlader. Muss. Oh. Ja, hier. Ein bisschen mit Schwung, Klaus. Mach mit Schwung. Jetzt, los, Vollgas. Oh! Jan. Und fahr langsam. Ja, 100er Prezi. Achtung, Holztransporter. Jan, mach mal Licht an und so. Wir haben den Hänger noch gar nicht vorgestellt. Ja. Ja, zeig mal, wie leuchtet der hinten? Okay, die Blinker sind ein bisschen schwach auf der Brust. Okay, Licht? Gibt's nicht. Hä? F drücken, dann machst du Licht am LKW an. Ja. Ja, leuchtet doch. Umleuchte anmachen? Was für Umleuchte? Umleuchte. Ja. Und Umleuchte. Position 1 drücken. Auf was das ist. Geht's nicht. Funktioniert hinten nicht am Hänger, schade. Aber doch, die ging vorhin. Echt? Jetzt geht's sie. Jo. Cool. Funktioniert alles. Weil wohl vorhin die angeschrotet. Ich glaube, das reicht, Klaus. Nein, da ist ja auch noch was drauf hier. Wenn der Jan fährt, du weißt, die Stämme bewegen sich schon nach hinten. Ja, komm mal hierher, wo ich bin. Ja, ich seh's doch von hier. Ja, guck mal, wie die Stämme sich nach hinten bewegen. Ah, geht schon. Oh. Also, ich sage, Jan wird höchstens Berg runter und dann liegt er schon. Jan ist nämlich so ein Spezialist, was damit zu tun hat. Ja, und sich dann vom Zauber verpissen und nicht mehr blicken lassen. Ja. Haben wir nämlich schon hinter uns. Na, Klaus, dann. Ja, aber mehr nicht, Klaus. Dann hab ich auch nichts mehr.
Lol. Oh, ja, ein bisschen spitzer der Teil da, ne? Zu viel. Aber ah, warte, komm, komm mal ein bisschen weiter, kleiner schnitzeln hier. Warte. Ja, da komm weg hier. Oder? Jawohl. So, oder was? Baumstamm hier. Ja, die frei, Klaus. Da. So, fahr los, Jan. Oh, passt doch. Also, man muss anschmeißen hier. Zack. Rückwärtsgang. 100er Brezi. Ne, ich fahre nicht über vorne. Ja, genau, fahr jetzt. Ja, warte, lass mich mal den Stamm da wegholen, warte. Lass mich mal eben den Stamm da wegholen. Oh oh. Wo muss ich überhaupt hin? Sägewerk. Zum Sägewerk. Da ganz oben hin, oder? Ganz oben von der Karte. Ja, ja, ficken 360, Alter. Ja, ich fahr jetzt. Warte, Jan, warte, warte. Warte doch. Warte. Ich sehe es gleich kommen, gleich ist Ende. 100er Prezi heißt 100 Präzision, also. Na, Effizienz hochziehen. Achtung, bevor ich einen in den Auge aussteche. Oh Jan, dann verpiss dich, viel Spaß. Bitte? So Jan, jetzt fährst du einmal rum und dann, wenn du hier berg runter fährst, schön voll, einmal voll auf die Bremse treten. Genau, auf einmal. Und die Handbremse damit anziehen. Dass sie alle nach vorne rutschen. Mit Handbremse. Jawohl, das ist ja, liegen wir doch. Und langsam, Jan. Ja, Vollgas, ich sehe es jetzt schon. Oh, ja, MG. Ja. Also, Zanger, lass doch los. Gott. Ich bin vom Sechsten und da. Weil du da im Weg standest. Du musst doch auch was tun. Oh fuck. Ich wusste es. Ich bin die. Nee, Spaß. Mir geht's gut. Das war hier Japaniker. Oh, hier wäre ich fast umgekippt. Also unten hier die. Steigerung so runterknallen und dann so einfach nach links abbiegen ist nicht gut. Ich komm nicht gut. Warte kurz. Ja. Oh Mann, ey, Leute. Wir gucken mal ein bisschen auf die Karte, wie er fährt. Oh ja, alles klar, Vollgas sieht man. Oh klar, 80. Mehr geht nicht. Oh, Zug kommt. Oh, oh Gott. Jetzt echt? Ja. Hast du gerade geschafft, oh, ey. Oh! Nein, jetzt fahr jetzt müsste eigentlich mein Mama. Klaus, kannst du mal kurz kommen? Ich wusste es. Oh, dann geht das schon wieder los, Jan. Das war nicht meine Schuld, ey. Ja, deine Schuld. Ja, Klaus, dann fahr mal los. Scheiße, sorry. Warum nicht einfach langsam fahren? Ja, ich hab ja abgebremst, weißt du? Ich wollte so in die Kurve rein, wie in Formel 1. Ja. Leider ist halt nicht so gekommen, wie es wollte, weißt du? Immer Motor ausmachen. Klaus, wenn du da bist, dann lass mich mal einsteigen. Dann zeige ich den lieben Zuschauern das. Sowieso. Ich wusste es. Ja, wegen so einer also, hier, Strichliste 1. Das ist kein Simulator-Dreckspiel, Alter. Gib doch nicht rum hier. Also, Ultra, weißt du, meine Grafikkarte kriegst du schon mal nicht. Ja, will ich auch nicht, den Dreck. Ist schon durchgefallen. War mir egal. Oh. 100er Prezi. Ich finde das jetzt schon lustig. Warum kann man noch nicht mal berg runter Gas geben? Echt? Oder? Mal Jan, redet nicht mehr, das ist unangenehm.
Ja, vielleicht können die Leute von YouTube können sich den Vollspaten mal angucken. Vollspaten, Alter. Du hast gleich einen Spaten in deine Fresse. Schon wieder ein Zug. Lebensgefährlich hier. Hunderter Prezi. Jan hat's geschafft. Kevin? Ja? Zeig mal ein. Guck, Jan, 100er Prezi! Guck mal, die erinnern sich. Guck, 100er Prezi! Willst du die Klötze und gleich den Hänger gleichzeitig anheben? Ja. Jawoll! Oh, der Klausinator, Alter, der macht's möglich. Wie geht's Ihnen da drinnen? Ich glaub, der hat ein Schleudertrauma. Hallo, wie geht's Ihnen da drinnen? Okay, ich hab den einen Stamm hier abgeschnitten, Klaus, dass er wieder drinnen liegt. Ja, der muss aber schnell gewesen sein, Alter. Hier erstmal die Bremsspur angucken, Alter. Boah, hier ist angefangen zu schlittern schon hier. Und hier dann, oh, hier hat er richtig Gummi verloren. Und dann hat er hier die Kontrolle verloren. Oh Mann. Komm, ich halt die Klötze fest. Was würde ich sehen? Tiefer. Ja, warte. Ja, jetzt, genau. Ja, mach zu. Nee, noch nicht, geht nicht. Geht nicht, okay. War ich ja so. Ja, jetzt aber. Jawoll. 100er Prezi. 100er Prezi. Jan redet nicht mehr. Jan, soll ich dir gleich bis zum Sägewerk hinterherfahren? Aber mir juckt das Bein. Okay, lass so, Klaus. Bremsen, volle Pulle. Jan, könntest du einmal eine Vollbremsung machen? Warum haben wir eigentlich so viele Fahrzeuge, kann mir das mal einer sagen? Frag mich nicht. Bis du da durchgesäppt hast, ne? Sicher. Wenn du danach gehst, dann kann jeder nur ein Fahrzeug fahren. Ja. Oh, ein Zug kommt! Mal gucken, ob er echt ist. Der ist also ja gar nicht echt, kannst du da durchfahren. Also auf der Map, die wir zurzeit spielen, ist er echt. Ja, ich nicht, gerade so durchbrettern. Bin gerade extra auf der Schiene stehen geblieben. Punkt. Schon wieder. Er steht. Klaus, du kannst losfahren zu ihm. Jan. Er fährt noch. Und wenn ich Pech habe, darf ich sowieso dahin fahren, weil es wieso wohl dann nie abgeladen kriegt. Nein, du fährst einfach in die Stelle rein. Nee.
Weil teilweise ist ja, wenn der Anhänger zu hoch ist. Na, ich glaube, bei dem geht das schon. Bei dem Sägewerk hier. Und sonst müssen wir zusehen, dass wir noch einen zweiten Radlader kriegen. Wenn nicht, müssen wir da mit dem Teleskoplader hinfahren. Genau. Ich kann den Radlader gleich schon wieder tanken. Doch Viertel raus. Und hat noch nichts getan. Ich auch nicht. So, schneiden. Jan ist kurz vorm Sägewerk. Jan, wenn du da bist, lass mich da mal einsteigen. Ich möchte den Leuten das Sägewerk zeigen. Franz. Echt, ist Jan da? Ja, ist ausgestiegen. Ja. Warum sagt er nichts? Okay, Jan, dann fahr da mal rein in die Stelle. Rückwärts. Ich glaube, hier musst du rein, Jan, oder? Was steht denn da? Holzverkauf. Innerhalb dieser Markierung können Sie Holz abladen und verkaufen. Für lange, gerade Holzstücke erhalten Sie mehr Geld als für kurze. Lol, was hast du denn gemacht? Ich wollte drehen und da hat sich mein Hänger irgendwie in mein LKW verpackt und bin hochgesprungen. Ups. Ja, fahr jetzt rückwärts. Lass es liegen. Oh, schon wieder. Du darfst nicht so weit einlenken, Jan. Schon wieder. Da kannst du nicht so. Fahr rückwärts. Das sind drei Holzdinger, das ist okay. Weil die kann man am Ende zusammenschieben. Ja. Ja, aber da kann er gar nicht zu. Der Hänger ist. Das ist. Ja, klappt. Weiter rein. Alles klar, 65.000. Ja, 65.000. Jetzt gehe ich bei und lass mal den Zug wegfahren. Ach Jan, musst du denn jetzt da drüber fahren? Ich bin nur zur Seite. Der Zug fährt weg, bin ich gleich mal gespannt. Ich muss jetzt aber auch weitermachen, weil wir haben noch keine Ladung oben stehen für Jan. Ne. Ich glaube, ich verpiss mich mal hier. Dass ich dir nicht im Weg stehe. Aber fahr doch vorwärts. Ah doch, das könnte aber schon gut eine Fuhre sein. Oh, warte mal, ich muss mal ganz kurz hier immer mal sortieren. Ne? Augenblick. Jetzt kannst du zurückfahren. Ich fahre nicht weiter, ich bleib hier stehen. Ja. Was wichtig ist, dass es hier auf dieser Fläche ist. Ja, klar. 107.000 schon. Also, das ist echt Hammer. Und wenn ich jetzt ein bisschen Gas mache und nicht immer warten muss und so, dann könnten wir es sogar hinkriegen, dass wir mit zwei Hängers fahren. Weißt du, dass Jan immer nur wechseln muss? Ja. Nehmen wir mal Arsch dadurch so. Jetzt war's doch. Ja, ich muss immer erstmal was hinlegen ohne Ende. Naja, klar. Also die Kohle läuft dabei aber besser.
Ja! Ja, guckt euch das an, Alter, mit 8. Ja, boah, weiß 80, Hauptsache Vollgas. Alles ein bisschen geschmeidiger zu machen. Nee, Jan, jetzt noch nicht, ne? Warte noch ein bisschen, Jan. Muss ich ja erstmal, warte erstmal ein bisschen, hast kurze Pause. Aber Jan kann mir einen Gefallen tun. Was tust du mir Gefallen, Jan? Und drauf an. Du musst bitte dir einen Trecker nehmen. Kein Bock. Und ja. Fährst dann zum Shop und bringst den HWIFM 700H mit. Für ein Tier. Aber nee, damit konnten wir keine. Doch, Baumstelle effektiv, schnell und Hexeschnitt verarbeitet. Ja, und einen Hänger musst du dir hinterhängen, Jan. Und so, was ist das für ein Jump hier, Alter? Kurz ausprobieren. Also, ich Trecker, ja. Trecker, Hänger. Und das Teil vom Shop mitbringen. Ah, ich frag dich gleich nochmal. Ah, jetzt kommt doch da rückwärts hoch. Ich will das Teil nehmen, Klaus, wenn wir die Baumstümpfe wegmachen, dass wir gleich Häckselschnitt rauskriegen. Ach so, ja, unser Spezialgerät. Genau. Hallo, wo backst du denn jetzt hier rum? Weil du deine Gabel zu niedrig hast. So, und deswegen da nicht hochkommst. Boah, jetzt verpiss ich mich wieder. Das wird nichts. Doch, 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 doch. Ich will eigentlich, das hat vorhin super geklappt. Das hat, so wie der. Er schiebt ihn an der Seite entlang und dann lege ich dann hin. Mhm. Boah, dieser Baumstumpf, ne? Ja, den können wir mal gucken. Vielleicht kriegen wir den gleich weg. Ja, ich will's hoffen. Aber bring den Trecker mit PS, Jan, ne? Hm. Warte kurz. Kannst du ein bisschen hochschieben? So. Das ist zum Kotzen. Kriegst du Baumstämme nicht gerade gezogen, ne? Jetzt musst du ihn rumdrücken, genau. Vielleicht sollten wir das immer machen. Ja, wenn er helfe ich dir, ist doch kein Ding. Drück den einen jetzt da noch rum, der da liegt. Ich will erstmal hier Platz machen, Leute. Ohne geht's gar nicht. So, wir sagen erstmal wieder schon wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Schon wieder 23 Minuten. Leck mich an die Füße. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi. Tschüss.